Servus, wir sind's wieder, Schunki und Franz. Heute heißt es Gönn dir bayerisch. Wir haben für euch drei richtig fresh Locations ausgesucht, um bayerisch zu essen. Wo geht's hin? Zuerst gehen wir in den Löwenbräukeller, direkt am Stiegelmeierplatz. Schönes Haus, viel Verkehr, trotzdem wirklich ruhig, finde ich. Schön schattig, da trinken wir auf jeden Fall ein Aperitif. Danach geht's weiter zum ZOB, zur Hackerbrücke. Da ist der Augustinerkeller. Neues Bier, neues Glück, würde ich auf jeden Fall sagen. Schließen tun wir das Ganze dann in der Kapuzinerstraße am Goetheplatz. Da ist dann das Paulaner. Da schließen wir dann das magische Trio der Münchner Biere. Und auch da gibt's auf jeden Fall nochmal was zu essen. Mal gucken, wer am längsten stehen kann. Cool. Dann geht's los, oder? Irgendwas fehlt, oder? Ja, hast recht. Okay. Jetzt können wir gehen. Auf geht's. So Leute, erste Station, Löwenbräukeller. Da drüben wird gebraut. Hier wird's getrunken. Aber wir essen ja auch was. Los geht's. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Was gibt's da bei dir? Bei mir gibt's das halbe Händel Kartoffelsalat. Typisch bayerisch. Bei dir? Bei mir gibt es die Schweinsbratwürstel mit einem guten Sauerkraut. Aber ich würde sagen, wir stoßen erstmal an, oder? Gönn dir. Gönn dir. Und jetzt guten Appetit. Das ist Wasabi. So, das war's. War ziemlich lecker und jetzt geht's zum nächsten. Wo geht's hin? Ja, jetzt gehen wir zum ZOB, Hackerbrücke. Jetzt schauen wir mal, wie das Augustiner schmeckt. Zweite Station, Augustinerkeller. Auf geht's. Los geht's. Sieht vernünftig aus. So, Oberster mit Brezel und richtig guten Steckerlfisch. Ich habe den ja noch nie gegessen. Muss man irgendwie was beachten oder? Ja, das ist schon was anderes. Man muss das nämlich ganz bestimmt aufschneiden und dann das Fleisch auseinanderklappen, sonst hat man nämlich ganz viele Gräten im Fleisch. Aber keine Sorge, ich mache das für dich. Du als Hessekopf weißt natürlich nicht, wie das geht. Aber ja, das wird auf jeden Fall gut. Sehr gut. Schauen wir uns die ganze Sache mal an. So sieht's aus, das gute Stück. Jetzt schneiden wir praktisch hier einmal runter, klappen das dann auseinander und dann haben wir keine Gräten am Fleisch. Das wird richtig geil. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Gönn dir. So. Jetzt trennen wir erstmal den Kopf ab. Jetzt schneiden wir hier runter und klappen das auf. Das ist immer ein bisschen eklig. Man muss da relativ viel Körpereinsatz zeigen, aber... Das bist du ja gewohnt, oder? Schaut euch das an. Hier sind jetzt die Gräten. Und jetzt können wir das ganze Skelett einfach rausziehen und dann haben wir nur noch das reine Fleisch. Wow! So. Geil. Jetzt kann's losgehen. Nicht schlecht. Gönn dir. Gönn dir. So, das war's. Es war super lecker, oder? Auf jeden Fall. Auch danke fürs Zubereiten. Es war sehr, sehr, sehr gut. Keine einzige Krete gehabt. Und kurz nochmal ein Fun Fact. Was glaubst du, wie viel Bier trinkt eine Person in Deutschland im Jahr? Ich würde sagen so 50 halbe, 25 Liter so? Ganz, ganz weit entfernt. Es sind 104 Liter pro Kopf im Jahr. Erster Platz geht zwar nicht an Deutschland, sondern an Tschechien mit 143 Liter. Das ist krass. Dann ziehen wir heute jetzt mal den Schnitt hoch, oder? Genau. Auf den ersten Platz dann, oder? Auf den ersten Platz. Jetzt geht's weiter, auf geht's. Auf geht's.
Letzte Station, jetzt sind wir doch nicht ins Paulaner gegangen, sondern sind im wunderschönen Biergarten direkt am Muffatwerk, schön an der Isar gelegen, scheint die Sonne immer noch, also wirklich super. Zum Schluss haben wir uns gedacht, wir hören jetzt erstmal ein bisschen was Süßes, so süß, kleiner Schoko-Brownie. Ein kleiner dicker Apfelstrudel. Und ich würde sagen, probieren wir es einfach mal, gönn dir, oder? Ja, gönn dir, ja. Cheers, ein letztes Mal. Cheers. Mensch, sieht das gut aus. Mm. 1A. So, jetzt kommen wir zur letzten Bewertung von den drei Biergärten. Wie fandst du den ersten Biergarten? Also das Löwenbräu ist ziemlich direkt an der großen Straße gelegen. Ja. Es gab das billigste Bier, da hat die Mass 7 Euro gekostet, das war schon gut. Essen war okay. Ich gebe 7 von 10 Mass. Wie fandst du den zweiten? Den zweiten fand ich richtig gut. Das war der Augustiner Biergarten. Da habe ich meinen ersten Steckerfisch gegessen. Sehr, sehr, sehr lecker. Es war sehr groß. Es war trotzdem auch nicht, es war nicht so günstig, war aber auch nicht richtig teuer. Und deswegen gebe ich 9 Punkte. Wie fandst du den dritten? Ja, wir sitzen ja immer noch da. Das Bier ist hier tatsächlich am teuersten. Also man zahlt schon 8 Euro für die Mass. Das Essen ist okay. Aber das Ambiente ist schon sehr schön direkt an der Isar gelegen. Deswegen geben wir 8 von 10 Mass. Also hat der zweite, Augustiner, hat gewonnen. Jetzt natürlich noch ganz kurz zu uns selber. Kauft unseren Merch. Gönn dir. Es heißt nicht nur gönn dir. Es gibt auch noch ein Special Bag. Also, schlecht, oder? Ja, liked, shared und subscribed. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Gönnt euch. Ja.